Herrlich. Okay, let's go. In den frühen 1990ern ist es fair zu sagen, dass Sie ein Real Estate Tycoon sind, ein Immobilien Tycoon, ein Großunternehmer? Ja. Trump Tower ist auf der Fifth Avenue, wurde 1983 beendet? Ja, ungefähr. Und wann sind Sie in Ihr Penthouse Apartment dort gezogen? Vielleicht ein Jahr später. Und das war Ihr Erstwohnsitz, bis Sie zum Präsidenten gewählt worden sind? Ja. Und Trump Tower, wo ist das? 57. und 5. Und zu einem Zeitpunkt sind Sie ja der Besitzer des Plaza Hotels in New York geworden, oder? Ja. Und wo befindet sich das Plaza Hotel? 59. Fifth Avenue. Wie lange waren Sie zurückgezogen? In welchen Jahren waren Sie Besitzer? 5 Jahre. Und wissen Sie, wann das losgegangen ist, wann Sie es gekauft haben? In den frühen 90ern. Also in den 80ern und 90ern. Wäre es fair zu sagen, dass Sie ein geschäftiges Sozialleben hatten? Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, ich weiß nicht, was Sie müssten Sozialleben definieren. Ich würde nicht sagen, dass es so geschäftig war. Ich habe sehr viel gearbeitet. Also, ich hatte nicht so viel Zeit, mit meinem sozialen Kalender zu verbringen. Aber ja. Und dann frage ich mal so: In den Abenden waren Sie doch ein bisschen in New York aus, oder? Für Benefizveranstaltungen, Galas und so weiter. Ja, viel Charity, ja. Aber nicht so viel, nein. Also in diesem Zeitraum der 80er und 90er. Wir haben ja schon diskutiert, dass Sie auf Benefizveranstaltungen waren und auf Partys. Und wäre es fair zu sagen, dass so viel von diesen Partys, dass es da oder auf diesen Benefits, dass es am Anfang da Fotos gemacht worden sind? Ja. Und dass Menschen Fotos gemacht haben, wie bei Getty Images und sie gepostet haben? Ja. Und das ist ein Ausdruck von Getty Images. Und ist es fair zu sagen, dass dieses Dokument anzeigt, dass Sie der Grand Marshal des New York Veterans Day, der Parade am 10. November 1995 waren, in New York City? Ja. Ist es ebenfalls wahr, dass Sie im Fernsehen aufgetreten sind zu der Zeit? Richtig? Ja. Hier sitzend, können Sie sich an TV-Interviews erinnern, die Sie gegeben haben? Oh, ich habe wirklich alles gemacht. Und wenn Sie alles sagen, können Sie uns Beispiele geben? Also ich habe Late-Night-Shows gemacht, ich habe Newscasts, Nachrichtensendungen gemacht, ich habe sogar ein paar politische Shows am Sonntag gemacht, obwohl ich nicht so in Politik beschäftigt war, wie ich es jetzt bin. Aber die wollten, dass ich das mache und ich habe das also gemacht. Und die haben mich darum gebeten, das immer zu machen. Also ich habe viel Fernsehen gemacht. Ich glaube, Sie haben das schon beantwortet, aber dass das Protokoll klar ist. Haben Sie Good Morning America geguckt manchmal? In diesem Zeitraum der späten 1980er bis in die 90er? Ein bisschen. Sind Sie auf der Today Show aufgetaucht in dem Zeitraum? Ja. Haben Sie sich die Today Show angesehen? Ein bisschen. In diesem Zeitraum hatten Sie Freunde im Fernsehgeschäft, die in der Fernsehindustrie gearbeitet haben? Ja, wahrscheinlich. Ich war nicht sehr eingewoben ins Fernsehen, aber wahrscheinlich. Jemand, an den Sie sich erinnern? Vielleicht Bob Wright. Wer ist Bob Wright? Er war der Chef von NBC zu dem Zeitpunkt. Was ist mit Roger Ailes? Wann sind Sie Freunde geworden? Später. Ungefähr? Vielleicht in den 7, 8 Jahren, vor 7, 8 Jahren. Wann waren Sie mit Ihrer ersten Frau Ivana Trump verheiratet? Ich würde sagen, ungefähr von 78 bis in die frühen 90er. Okay. Ihre nächste Ehefrau war eine Frau namens Marla Maples? Ja, richtig. Und wie Sie heute hier sitzen, erkennen Sie sich, in welchen Jahren Sie mit Miss Maples verheiratet waren? Ich müsste die exakten Zeiträume für Ihnen geben, raussuchen. Und in Ihrem Verheirateten und Ihrem Datingleben hatten Sie die Gelegenheit, Frauen Geschenke zu kaufen, mit denen Sie sich getroffen haben? Nicht so viel eigentlich.
Ich meine, wenn es einen Geburtstag gab oder sowas, ja. Und außer Geburtstagsgeschenken, haben Sie Geschenke an Frauen verschenkt, die Sie gedatet haben? Also vielleicht, ja, aber nicht sehr viel. Ich nehme an, Sie haben Geschenke für Ihre Frauen, für Ihre Geburtstage gekauft? Ja, im Prinzip. Und ich nehme an, dass Sie Geschenke für Frauen gekauft haben, mit denen Sie auf Dates waren? Ja, wahrscheinlich. Und in Ihrer ersten Ehe, haben Sie sich mit Frauen getroffen, außerhalb Ihrer Ehe, während Sie verheiratet waren, richtig? Ich weiß es nicht. Aber Sie waren ja sehr öffentlich damit, dass Sie mit Miss Maples sich getroffen haben, als Sie noch mit Ivana verheiratet waren, oder? Nein, ich war nicht so öffentlich. Ja, aber es gab viele Artikel, die geschrieben worden sind, oder? Ich weiß aber nicht, ob ich das öffentlich gemacht habe, also. Na, ich glaube nicht, dass ich damit öffentlich war, irgendwie. Stimmt es nicht, dass Sie Miss Maples sich mit ihr getroffen haben, bevor Sie sich scheiden haben lassen von Ivana Trump? Ich weiß es nicht. Es war zum Ende hin der Ehe, also ich weiß es nicht wirklich. Es hat sich vielleicht überlappt, aber ich weiß es nicht. Haben Sie jemals die Gelegenheit gehabt, zum Department Store Bergdorf Goodman zu gehen? Sehr selten. Wenn Sie sehr selten sagen, können Sie mir mehr Details geben? Wie selten? Ich meine, fast nie. Ich war da kaum. Und wenn Sie dort waren, was haben Sie so eingekauft? Ich weiß es nicht. Es ist möglich, dass ich da war, aber ich weiß nicht, dass ich jemals dort shoppen war. Für mich. Also wenn Sie shoppen waren dort, haben Sie für andere eingekauft? Ich glaube nicht, dass ich jemals für andere eingekauft habe. Es ist möglich, dass eine oder beide meiner Frauen dort eingekauft haben. Aber ich erinnere mich nicht, dass ich jemals irgendwas für mich selbst gekauft habe bei Bergdorf Goodman. Ich war da wirklich selten, wenn überhaupt. Na dann belassen wir es doch bei Bergdorfs. Bergdorfs war sehr nah an Trump Tower und sehr nah am Plaza Hotel, richtig? Richtig. Ich gebe Ihnen ein Dokument, markiert DJT18, hat die Bates Range Carroll 24378 bis 24385. Haben Sie das vor sich? Ja. Wie Sie heute hier sitzen, erkennen Sie dieses Dokument? Nein. Ich würde Ihnen sagen, dass das das Exzerpt aus Frau Carrolls Buch ist, das im New York Magazine online veröffentlicht worden ist, am 21. Juni 2019. Okay. Und zu irgendeinem Zeitpunkt haben Sie diesen Artikel gelesen? Entschuldigung, haben Sie diesen Artikel je gelesen? Nein, ich glaube nicht. Ich habe Ihnen ein Buch gereicht, markiert als DJT19, ein Buch von E. Jean Carroll. Und das Buch heißt, wozu braucht man Männer? Und wenn Sie sich das Datum der Veröffentlichung ansehen, dann sagt es erste Edition Juli 2019. Haben Sie das? Ja. Wie Sie heute hier sitzen, Sir, haben Sie jemals dieses Buch gelesen, entweder gänzlich oder eine Portion von diesem Buch? Nein, nie. Ich habe das Buch noch nie gesehen. Sie haben doch öffentlich auf Miss Carrolls Anschuldigung geantwortet am selben Tag, als das Exzerpt veröffentlicht worden ist im New York Magazine. Am 21. Juni 2019? Ja. Ich glaube schon. Dann sehen wir es doch mal an. Was wir Ihnen also gegeben haben, ist DJT20. Das ist vergrößert, damit man es besser lesen kann. Eine Version eines Tweets, gepostet durch eine Frau, die Laura Littman heißt, um 5 Uhr morgens, nachmittags am 21. Juni 2019. Haben Sie das vor sich? Ja. Das Statement, das in diesem Tweet ist, ist das Statement, was Sie abgegeben haben? Ich meine, das ist ziemlich, was ich gesagt habe. Können Sie das bitte fürs Protokoll vorlesen? Es sagt Statement des Präsidenten Donald J. Trump. Was die, in Anführungszeichen, Geschichte angeht, durch E.G. Carroll, dass sie mich getroffen hat bei Bergdorf Goodman vor 23 Jahren. Ich habe diese Person in meinem Leben nicht getroffen. Sie versucht, ein neues Buch zu verkaufen und das sollte Aufschluss über ihre Motivation geben. Es sollte unter Fiktion stehen.
Scham auf die, die versuchen, falsche Geschichten von Missbrauch aufzublasen, um ihre Publicity zu fördern oder ihre politische Agenda zu befördern, wie Julie Swetnick, die Justice Brett Kavanaugh falsch angeklagt hat. Und da ist sie mir ein bisschen weggerannt. Es ist genauso schlimm, wie dass Leute das glauben, vor allem, wenn es keine Beweise gibt. Und noch schlimmer, für eine Publikationsfirma, die stirbt und sich versucht, über Wasser zu halten mit Fake News. Es ist wie eine Epidemie. Miss Carol in New York Magazine, keine Bilder, keine Überwachung, keine Videos, keine Berichte von Leuten, die Verkäufer dort waren. Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Ich will Bergdorf Goodman bedanken, dass sie sagen, dass sie keine Videoaufnahmen haben, weil es ja nie passiert ist. Falsche Anschuldigungen dämpfen den Schweregrad von wirklichen Angriffen ab. Alle sollten falsche Anschuldigungen verdammen und echten Missbrauch. Wenn jemand Informationen hat, ob die Demokratische Partei mit Miss Carroll zusammenarbeitet oder dem New York Magazine, bitte geben Sie uns Bescheid. Die Welt sollte wissen, was los ist. Es ist eine Schande und Leute sollten dafür bezahlen für solche falschen Anschuldigungen. Sehen Sie das? Ist das, was Sie vor sich haben? Ja. Und ich glaube, Sie haben bestätigt, dass es ein Statement ist, das Sie gegeben haben gegenüber jemandem von Ihrem Stab, damit Sie es der Presse geben? Ja. Dann schauen wir uns DJT 21 an. Mit der Bates Range MP 1795 bis MP 1807. Haben Sie das vor sich? Ja. Und das sind Statements, die rausgegeben worden sind, als Sie Präsident der Vereinigten Staaten waren? Ja. Wenn Sie sich die obere Seite ansehen, der E-Mail, die Adresse der E-Mail, steht das Bemerkungen von Präsident Trump vor Abflug von Marine One. Ist das ein Helikopter? Ja. Und wenn Sie sich das ansehen, wo Sie zwei Drittel da unten im Dokument, das Erste, was Sie sagen, ist, wir fahren also nach Camp David? Ja. Also gehe ich richtig, dass das ein Statement ist, das Sie gemacht haben, während Sie in Marine One eingestiegen sind? Sieht so aus. Nach Camp David? Sieht so aus. Dann schauen wir uns mal das dritte Statement an. Die JT 22. So, Sie haben vor sich ein Dokument. Fünf Seiten. Die erste Seite sagt, in fetter Schrift exklusiv, Trump verleugnet vehement Anschuldigungen von E. Jean Carroll, sagt, sie ist nicht mein Typ. Das ist eine Veröffentlichung namens The Hill, 24. Juni 2019, und wird dem Gentleman Jordan Fabian zugeschrieben. Oh, vielleicht nicht Gentleman, aber jedenfalls zwei Leute sind verantwortlich dafür, Jordan Fabian und Sagar Njeti. Sehen Sie das? Ja. Also das ist jetzt zwei Tage nach dem letzten Statement, das wir uns ansehen, vom 22. Juni. Erinnern Sie sich an ein Interview, das Sie mit Reportern vom The Hill hatten, am 24. Juni 2019? Vage, ja. Und erinnern Sie sich, wo das Interview stattgefunden hat? Ich glaube, im Oval Office. Und Sie werden zitiert, knapp darunter, unter diesem Absatz, wie folgt. Ich sage es mit großem Respekt. Nummer eins, sie ist nicht mein Typ. Nummer zwei, es ist nie passiert. Es ist nie passiert, okay? Und dann sagen die Reporter, der Präsident hat gesagt, wir sehen uns hinter dem Resolute Desk im Oval Office. Sehen Sie das? Ja, tue ich. Und das Statement, das ich gerade gelesen habe, geht los mit, ich sage das mit großem Respekt. Das war ein Statement, das Sie gegenüber den Reportern vom The Hill am 24. Juni 2019 gemacht haben. Richtig? Ja. Und derselbe Satz an Fragen. Ich nehme an, Sir, dass Sie dieses Statement heute noch unterstützen? Ja, das tue ich. Also bevor Sie Ihre Statements gemacht haben, dass es nie passiert ist 2019, haben Sie oder jemand von Ihrem Stab sich mit
Bergdorf Goodman in Verbindung gesetzt? Ich musste mich mit niemandem in Verbindung setzen, weil es nicht passiert ist. Und übrigens, falls es passiert sein sollte, wäre es ja innerhalb von Minuten berichtet worden. Wir reden jetzt ja darüber, dass wir in ein großes Stockwerk gehen, wahrscheinlich das wichtigste Stockwerk, in einem großen Department Store. Und das ist sehr geschäftig da drin immer übrigens. Und Kassen und überhaupt. Und ich wäre dann da drin. Ich meine, das ist das Lächerlichste. Das ist das Lächerlichste, widerliche Geschichte. Das ist erfunden. Nachdem sie die Statements gemacht haben im Juni 2019, haben sie jemals sich mit Bergdorf Goodman in Verbindung gesetzt? Nach dem Statement, nein. Im Statement vom 21. Juni, markiert als Anschauungsobjekt 20, haben sie gesagt, und das ist der Littman-Tweet, ich habe diese Person in meinem Leben nicht gesehen. Ja. War das ein echtes Statement, als sie es am 21. Juni 2019 gegeben haben? Es war wahr, als ich es gesagt habe. Ich glaube, schließlich oder zu irgendeinem Zeitpunkt haben sie mir ein Bild gezeigt. Ich war in einer Celebrity-Line für eine Charity und ich glaube, ich habe entweder ihr die Hand geschüttelt oder ihrem Ehemann bei so einer Receiving-Line. Ich schüttle wirklich viele Hände mit vielen Leuten, aber ich hatte keine Ahnung, wer sie ist. Also, wenn ich Ihre Aussage richtig verstehe, sagen Sie, dass Sie, als Sie das Statement gemacht haben, das in DJT 20 ist, da waren Ihnen also gar nicht bewusst, dass Sie Miss Carroll überhaupt getroffen hatten. Sie haben ja ein Foto gesehen danach. Das zeigt sie ja mit Miss Carroll in dieser Receiving Line, oder? Ja, mit vielen anderen Leuten. Das war eine sehr öffentliche, ich glaube, das war eine Charity oder irgendwas mit Promis. Und ich glaube, das ist ihre große Behauptung, ihre Claim to Fame, wie man sagt, dass sie meine Hand geschüttelt hat. Aber können Sie, also das heißt, die Antwort zu meiner Frage ist ja, dass nachdem Sie das Statement gemacht haben, Sie dann erfahren haben, dass es ein Foto mit Ihnen und Miss Carroll in einer Receiving Line gibt, oder? Zu irgendeinem Zeitpunkt. Okay, ich habe gesehen, dass es ein Foto gibt, ja. Okay, dann markieren wir mal das Foto. Welche Nummer? Sie haben vor sich ein Schwarz-Weiß-Foto, das markiert worden ist als DJT23. Und ich frage Sie jetzt, ist das das Foto, auf das Sie sich bezogen haben? Ich denke ja. Und erinnern Sie sich, wann Sie das Foto zum ersten Mal gesehen haben? Irgendwann während des Prozesses habe ich es gesehen. Ich nehme an, das ist Ihr Ehemann, John Johnson, der Anchor beim NBC war. Netter Kerl, dachte ich. Ich kenne ihn nicht, aber er war gut in dem, was er gemacht hat. Und ich weiß gar nicht, wer die Frau, das ist Marla. Sie sagen, Marla ist in dem Foto? Das ist Marla, ja, das ist meine Frau. Welche Frau meinen Sie? Hier. Nein, das ist Carol. Oh, ich verstehe. Oh, die Person, die Sie angedeutet haben, ist Jean Carroll. Und die Person zur Rechten, ist das Ihre Frau? Ich weiß nicht, das ist das Bild. Ich nehme an, das ist John Johnson. Das ist Carol, weil es ist ja verschwommen. In Ihrem Statement vom 21. Juni, DJT 20. Haben Sie gesagt, dass Frau Carroll versucht hat, ein neues Buch zu verkaufen? Und Sie haben gesagt, Schande über die, die falsche Geschichten sich erdenken von Missbrauch, um sich Publicity zu verschaffen. Ja, das stimmt. Bevor Sie das Statement gemacht haben, hatten Sie irgendeine Form von Wissen, was die finanziellen Verabmachungen angeht zwischen Frau Carroll und ihrem Buch? Nein. Wissen Sie, wer ihr Publisher war? Nein. Haben Sie jemals Ihren Buchvertrag gesehen? Nein. Wussten Sie irgendwas über Miss Carrolls finanzielle Situation? Nein. Wissen Sie irgendwas über Ihre Buchverkäufe? Keine Ahnung. Bevor Sie das Statement gegeben haben, das in DJT20 auftaucht, wissen Sie, ob Sie oder jemand, der für Sie arbeitet, Recherchen angestellt hat, was Frau Carroll angeht?
Ich weiß es nicht. Es ist möglich, dass jemand, wenn Sie diese furchtbare Anschuldigung gehört haben, ist es möglich, dass jemand eine kleine, schnelle und ein Research gemacht hat, aber nicht, dass ich wüsste. Noch etwas, was Sie in Ihrem Statement vom 21. Juni sagen, ist, dass Frau Carroll versucht hat, eine politische Agenda umzusetzen. Ja. Bevor Sie Ihr Statement am 21. Juni abgegeben haben, wussten Sie, zu welcher Partei Frau Carroll gehört? Nein, wusste ich nicht. Bevor Sie Ihr Statement vom 21. Juni gegeben haben, hatten Sie irgendwelche Dokumente, die Ihnen angezeigt haben, dass Sie politische Agendas verfolgt? Nein. Am Ende Ihres Statements vom 21. Juni sagen Sie, wenn jemand Informationen hat, dass die Demokraten Zusammenarbeit mit Frau Carroll oder dem New York Magazine, bitte lassen Sie es uns wissen, so schnell wie möglich. Hat irgendjemand sich gemeldet bei Ihnen? Weiß ich nicht. Wie Sie heute hier sitzen, können Sie sich also nicht erinnern, ob jemand Ihnen was gesagt hat? Nein. Eine der anderen Dinge, die Sie gesagt haben über Frau Carroll zu dem Zeitpunkt, das taucht auch in Ihrem Statement vom 24. Juni, markiert mit DJT22. Und was Sie gesagt haben ist, ich sage das mit großem Respekt, Nummer eins, sie ist nicht mein Typ. Als Sie gesagt haben, dass Miss Carroll nicht Ihr Typ ist, meinten Sie, dass sie physisch nicht Ihr Typ ist, richtig? Also, ich habe sie in einem Bild gesehen. Ich wusste nicht, wie sie aussieht, und ich habe es gesagt, und zwar mit so viel Respekt, wie ich kann, sage ich es, sie ist nicht mein Typ. Und ich wiederhole, wenn Sie sagen Typ, meinen Sie damit Aussehen auf Fotos. Sie meinen also physisch, oder? Ist sie nicht Ihr Typ? Physisch ist sie nicht mein Typ. Und jetzt, nachdem ich indirekt Dinge gehört habe über sie, wäre sie sowieso nicht mein Typ, in keiner Form. Aber damals, am 24. Juni, als Sie gesagt haben, dass sie nicht Ihr Typ ist, meint sie das physisch, oder? Ich habe ein Foto von ihr gesehen, okay? Und der einzige Unterschied zwischen mir und anderen Leuten ist, ich bin ehrlich, sie ist nicht mein Typ. Ich nehme an, die drei Frauen, mit denen sie verheiratet waren, waren alle ihr Typ? Ja. Was ist Truth Social? Das ist eine Plattform, die ich eröffnet habe als Alternative zu Twitter. Und ihr Handle auf Truth Social ist @RealDonaldTrump? Ich glaube, ja. Okay. Am 12. Oktober, vor ein paar Tagen nur, haben Sie ein Statement rausgegeben auf Truth Social über Frau Carroll und diesen Fall, oder? Ich glaube, ja. Und das Statement, das Sie gepostet haben, wer hat das geschrieben? Ich. Sie selbst? Ja. Und haben Sie es auch selbst gepostet? Ja. Und zu diesem Post auf Truth Social, haben Sie es auch an die Presse geschickt? Ja, das nennt man Truth and Post. Wir posten so ziemlich wie, wie würde man das sagen, wir hauen ein Statement raus und stellen es auf Truth. Gut, dann schauen wir uns doch mal das Statement an. Markieren wir das als, was ist die Nummer? DJT28. Also, ich kann das nicht lesen. Also wir haben eine größer gemachte Version, das ist 28 und 28a. Also was wir hier vor uns haben, ist DJT28, Sir. Der Post, wie er aufgetaucht ist auf Truth Social am 12. Oktober 2022. Und eine vergrößerte Version, weil, ja, das ist wirklich sehr, sehr klein geschrieben. Und wir haben eine leserliche große Version. Ja, ich sehe es. Also am 12. Oktober 2022, Statement durch Donald J. Trump,
45. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Dieser in Klammern Miss Bergdorf-Goodman Case ist ein kompletter Cornjob. Unser legales System, aber vor allem in New York, schauen Sie sich nur Peekaboo James an, ist eine kaputte Schande. Man muss Jahre kämpfen und es kostet ein Vermögen, seinen Ruf sich zurückzukämpfen von Lügnern, Betrügern und Scharlatan. Diese Entscheidung kommt von einem Richter, der abgelehnt hat, im selben Fall von mir. Ich kenne diese Frau nicht, habe keine Ahnung, wer sie ist, außer dass es scheint, dass sie ein Bild von mir hat, wo sie mit ihrem Mann drauf zu sehen ist, wie sie meine Hand schüttelt, bei einer Reception Line auf einem Celebrity Charity Event. Sie hat eine Geschichte sich ausgedacht, dass ich sie getroffen habe von diesem wirklich geschäftigen New York Department Store und dass ich sie überfallen hätte geradezu. Und überfallen ist in Anführungszeichen. Das ist ein Hoax und eine Lüge, wie alle anderen Hoaxes, die mit mir betrieben worden sind die letzten 7 Jahre. Und obwohl ich es nicht sagen darf, werde ich es sagen, diese Frau ist nicht mein Typ, Ausrufezeichen. Sie hat keine Ahnung, was für ein Tag, was für eine Woche, was für ein Monat, Jahr oder Dekade dieses sogenannte Ereignis angeblich stattgefunden hat. Der Grund, warum sie es nicht weiß, ist, weil es nie passiert ist und sie will nicht sich in Details verrennen oder Fakten, die als falsch bezeichnet werden, bewiesen werden könnten. Wenn Sie Anderson Coopers Interview mit ihr sich ansehen, wo sie ein wirklich zwielichtiges Buch verticken will, werden Sie sehen, dass es ein kompletter Betrug ist. Sie hat ihre Geschichte von Anfang bis Ende geändert und nach der Werbung, damit es für CNN und Andy Cooper passt. Unser Justizsystem ist kaputt, zusammen mit allem anderen in unserem Land. Ihr Anwalt ist ein politischer Agent und Cuomo-Angehöriger, der rumläuft und Leuten sagt, dass der Weg, wie man Trump fertig machen kann, ist, ihn überall zu verklagen. Und sie verklagt mich in mehreren frivolen Fällen wie diesen. Und das Gerichtssystem tut nichts, um es aufzuhalten. Und in der Zwischenzeit und für die Aufzeichnung, E. Jean Carroll sagt halt nicht die Wahrheit und ist eine Frau, mit der ich nichts zu tun hatte, nicht kannte und kein Interesse hätte darin, sie zu kennen, wenn ich jemals die Chance hätte. Und jetzt, was ich weiter tun muss, ist, Jahre von weiterem legalen Nonsens hinter mich zu bringen, um meinen Namen zu klären, vor ihr und ihren Fake-Anwälten und deren Attacken auf mich. Und das kann nur in Anführungszeichen Trump passieren. Habe ich das richtig gelesen? Großes Statement, ja, richtig, wahr. Und jetzt, wo Sie es wieder gehört haben und vor sich haben, können Sie es bestätigen, dass Sie das alles selbst geschrieben haben? Ja, ich habe es alles selbst geschrieben. Alles selbst geschrieben. Also am Anfang Ihres Posts, der Bezug auf Miss Bergdorf Goodman, ist das ein Bezug auf Miss Carroll, oder? Auf Frau Carroll? Ja. Wenn Sie sagen, hier, ich kenne diese Frau nicht, ich weiß gar nicht, wer das ist, obwohl Sie die Vergangenheit benutzen, beziehen Sie sich ja zurück auf Ihr Wissen, auf das, wo als sie die Anschuldigung gemacht hat, oder? Ich kenne diese Frau nicht. Sie ist ein Whackjob, also sie ist eine Spinnerin. Ich habe keine Ahnung. Ich kenne diese Frau nicht, außer was ich gelesen habe in Geschichten und was ich so höre. Ich weiß nichts von ihr. Gut, also ich glaube, der Unterschied, den ich machen will, ist, als die Anschuldigungen rausgekommen sind 2019, haben Sie gesagt, ich glaube, Ihre Aussage war, dass Sie keine Ahnung hatten, wer sie ist. Habe ich immer noch nicht. Ja, aber heute wissen Sie ja wenigstens, dass sie eine Klägerin in einem Fall ist, oder? Oh ja. Das weiß ich, aber ich weiß nichts von ihr. Ich glaube, sie ist krank, mental krank. Okay, und Sie sagen in diesem Post, Sie benutzen ein seltsames Wort, das Sie benutzen, das würde ich Sie gerne fragen, dass Sie sagen, sie hat eine Geschichte sich ausgedacht, dass ich sie getroffen hätte an der Tür eines sehr geschäftigen New York City Department Stores und sie innerhalb von Minuten überfallen hätte. Sehen Sie das? Ja. Was bedeutet sie überfallen? Das ist ein Wort, ob es akkurat ist oder nicht, was zu tun hat mit
dass ich mit ihr gesprochen habe und dass ich etwas getan, dass ein Akt passiert ist, von dem sie sagt, der passiert sei, der aber nicht passiert ist, und es ist ein netteres Wort als das Wort, das mit F anfängt. Und das ist ein Wort, das ich benutzt habe, weil ich dachte, es wäre unangebracht, das andere Wort zu benutzen. Und es ist nicht passiert. Okay, ich war neugierig, als ich das gelesen habe. Also habe ich mir das Wort angesehen, swoon, überfallen, im Dictionary. In einem, und jetzt fällt mir das Wort für Dictionary nicht ein. In einem Wörterbuch, danke Regie. Und im Wörterbuch steht als swoon, Übersetzung, in Ohnmacht fallen in extremer Emotion. Aber das ist nicht, was Sie hier gemeint haben, oder? Einspruchform? So ein bisschen hat sie ihr gesagt, das ist das, was ich gemacht hätte, dass sie mit großer Emotion zusammengebrochen sei. Und sie hat angezeigt, dass sie es liebte, oder? Sie liebte es bis zur Pause. Und ich glaube, sie hat gesagt, es war sexy, oder? Es war sehr sexy, vergewaltigt zu werden. Hat sie das nicht gesagt? Sir, ich will nur bestätigen, ist Ihre Aussage, dass E. Jean Carroll gesagt hat, dass sie es geliebt hat, sexuell missbraucht zu werden von Ihnen? Also basierend auf Ihrem Interview mit Anderson Cooper, glaube ich, dass es was passiert ist. Und wir können das definieren. Sie müssen das zeigen. Ich bin sicher, Sie werden das zeigen, aber sie wurde durch Anderson Cooper interviewt und ich glaube, sie hat gesagt, dass Vergewaltigung sexy sei, was es nicht ist, übrigens. Und ich glaube, sie hat gesagt, dass Vergewaltigung sexy ist und dass sie hat tatsächlich Dinge gesagt, die sehr seltsam waren. Und dann war sie eine andere Person, als er gesagt hat, wir machen jetzt die Pause, wir machen jetzt eine Pause. Und er mochte nicht, was sie gesagt hat. Er war sehr aufgebracht mit dem. Und dann, als sie zurück war, war sie auf einmal eine andere Frau. In der zweiten Hälfte, sozusagen. Also die Frage, die ich Ihnen stelle, ist, hat sie in diesem Interview gesagt, dass sie es liebt, von Ihnen sexuell missbraucht zu werden von Ihnen? Sie hat sowas Ähnliches gesagt. Sie müssen sich das Interview ansehen. Ich glaube, sie hat gesagt, dass Vergewaltigung sexy sei. Und Anderson Cooper ist gestorben und hat gesagt, komm, wir machen jetzt sofort eine Werbepause. Sie schauen sich besser das Interview an. Ich bin sicher, haben Sie, aber schauen Sie sich mal das Interview an. In dem Interview, als Miss Carroll darüber gesprochen hat, dass Vergewaltigung sexy sei, ist es nicht wahr, dass sie gesagt hat, das ist eine Ansicht, die viele andere Leute haben? Oh, ich weiß es nicht. Nur was ich weiß, ist, ich glaube, sie hat gesagt, Vergewaltigung ist sexy oder sowas. Aber Sie müssen sich das Interview ansehen. Ist eine Weile her. Und um das klarzustellen, ich glaube, Sie haben einige Minuten davor das Wort swooned, überfallen, benutzt als ein Synonym für, Sie haben F-Wort gesagt. Meinen Sie Geschlechtsverkehr? Ja. Das ist, was sie gesagt hat. Was meinen Sie? Sie hat nie das Wort swooned, überfallen, benutzt. Und nein, sie hat das gesagt, dass ich etwas gemacht hätte mit ihr, was nie passiert ist. Da war gar nichts. Ich über diese Spinnerin weiß ich nichts. Und dann sagen sie weiter in dem Statement, und während ich es nicht sagen sollte, sage ich es trotzdem, warum sollten Sie es nicht sagen? Weil es nicht politisch korrekt ist zu sagen, lesen Sie das nächste vor hier, sie ist nicht mein Typ. Ja, weil es nicht politisch korrekt ist zu sagen, das zu sagen, und ich weiß es, aber ich sage es trotzdem. Sie beschuldigt mich der Vergewaltigung. Eine Frau, von der ich keine Ahnung habe, wer sie ist, das kommt aus dem Nichts. Sie beschuldigt mich der Vergewaltigung, sie vergewaltigt zu haben. Und das ist das Schlimmste, was man machen kann, die schlimmste Anklage. Und Sie wissen, das stimmt nicht. Und Sie sind auch eine politische Agierende. Sie sind eine Schande. Aber sie beschuldigt mich und Sie auch, dass ich vergewaltigt habe. Und das hat nie stattgefunden. Und ich sage Ihnen, ich habe dieses Statement gemacht und ich habe gesagt, es ist politisch inkorrekt. Sie ist aber nicht mein Typ und das ist 100% wahr. Sie ist nicht mein Typ. Also, in Ihrem Truth Social Statement am 12. Oktober haben Sie das Wort Hoax benutzt. Und im Besonderen haben Sie gesagt, es ist ein Hoax und eine Lüge, so wie all die anderen Hoaxes, die
mit mir gespielt worden sind die letzten 7 Jahre. Sehen Sie das? Ja. Sie erinnern sich, dass Sie das Statement gemacht haben? Und ich nehme an, dass, was Sie da sagen, ist, dass Frau Carroll ihren Claim, ihre Behauptung, dass sie sexuell missbraucht haben, sich ausgedacht hat? Ja, total, 100%. Wäre es fair zu sagen, Sie stimmen ja mit mir überein, dass Sie Hoax sehr oft benutzen, oder? Ja. CNN hat gesagt, dass Sie es mehr als 250 Mal in 2020 benutzt haben. Klingt das richtig? Kann sein. Ich war Opfer vieler Hoaxes und das ist einer davon. Und wie würden Sie das Wort Hoax definieren? Das ist eine Fake Story, eine falsche Story, eine ausgedachte Story. Also etwas, das nicht wahr ist? Etwas, das nicht wahr ist, ja. Und wie Sie hier heute sitzen, können Sie sich erinnern, was Sie noch so als Hoax bezeichnet haben? Klar. Der Russia-Russia-Russia-Hoax, bewiesenermaßen ein Hoax. Ukraine-Ukraine-Ukraine-Hoax. Die Mueller-Situation, zweieinhalb Jahre Hoax. Kein Zusammenspiel, großer Hoax. Das Lügen gegenüber dem Pfizer-Court, Hoax. Das Lügen gegenüber dem Kongress, Hoax. Durch all diese Leute, der Abschaum, den wir in unserem Land haben, lügen den Kongress an, Hoax, spionieren meine Kampagne aus, Hoax, sie haben mich ausspioniert und jetzt das zugegeben, das war noch ein Hoax und ich könnte Ihnen eine ganze Liste beschaffen. Und das hier ist ebenfalls ein Hoax. Und wenn Sie das und dies meinen, was meinen Sie? Diese lächerliche Situation, was wir gerade hier machen, das ist ein großer, fetter Hoax. Sie ist eine Lügnerin und eine kranke Person, meiner Meinung nach. Wirklich krank. Irgendwas stimmt nicht mit ihr. Okay, und zusätzlich zum Russia-Russia-Russia-Hoax, der Ukraine-Ukraine-Ukraine-Hoax, den Mueller- oder Bueller-Hoax, das Lügen gegenüber Pfizer, gegenüber dem Kongress, das Spionieren Ihrer Kampagne. Ist es nicht auch wahr, dass Sie Briefwahl als Hoax bezeichnet haben? Ja, das habe ich. Na klar, das mache ich. Ich glaube, die sind sehr unehrlich. Briefwahl, sehr unehrlich. Und ist es nicht wahr, dass Sie selbst einen Briefwahl gemacht haben? Ja, manchmal mache ich das, aber ich weiß nicht, was passiert, nachdem man es verschickt. Keine Ahnung. Sind Sie vertraut mit, ich bin sicher, mit etwas, was als Access Hollywood Tape bezeichnet wird? Ja, dann markieren wir das und spielen das als 35. Das geht klar. Das sind Sie im Video, oder? Die sprechen? Ja. Und gehe ich richtig, dass das Video im Januar aufgenommen, zurückgezogen? Ist es richtig, dass es im September 2005 aufgezeichnet worden ist? Ich nehme an, also ich kenne das Datum nicht, aber was auch immer Datum das war, stimmt schon. Und Sie waren damals verlobt mit Ihrer Frau in 2004, mit Ihrer jetzigen? Weiß ich nicht. Und ist das richtig, dass Sie im Januar 2005 geheiratet haben? Ich weiß es nicht. Und die Person, mit der Sie sprechen, die ist jetzt bekannt, oder? Billy Bush? Das ist richtig. Das sind wirklich alte Nachrichten. Das ist bereits durchverhandelt, während Debatten und allem anderen durchverhandelt. Und wissen Sie, was ich damals gesagt habe und jetzt gesagt habe? Locker-Room-Talk. Das ist einfach Gespräche in der Umkleidekabine. Das ist, was los ist. Und Sie haben im Video gesagt, dass Sie ziemlich hart sich rangeschmissen haben an Sie. Entschuldigung. Sie haben doch im Video gesagt, in Klammern, dass Sie sich hart rangeschmissen haben, oder? Ja, habe ich absolut gesagt. Und Sie haben in dem Video gesagt, dass als Versuch mit Frauen zu schlafen, mit dieser Frau zu schlafen, dass Sie mit ihr einkaufen waren für Möbel, oder? Ja, tatsächlich. Wir haben uns nach Möbeln umgeguckt, ja. Und das war also wahr. Sie haben diese Nancy, mit dieser Nancy waren Sie einkaufen? Ich denke, das ist lange her. Wie lange? Wirklich sehr lange. Ich glaube ja. Ja, ich glaube ja. Ist das die einzige Gelegenheit, wo Sie mit einer Frau einkaufen waren? Ich denke schon. Und Sie sagen, und das ist wirklich sehr berühmt, in diesem Video sagen Sie, ich fange einfach an, die zu küssen. Das ist wie ein Magnet. Einfach küssen. Ich warte nicht mal. Und wenn du ein Star bist, dann darfst du das. Du kannst alles machen. Kannst die unten anpacken. Kannst alles machen. Das haben Sie doch gesagt, oder? Also historisch stimmt das, was Stars angeht. Es stimmt, dass Stars, dass sie Frauen da unten anpacken können? Nun, das ist, wenn man sich die letzten Millionen Jahre ansieht, dann ist das ziemlich wahr. Nicht immer, aber ziemlich. Größtenteils. Leider oder Gott sei Dank. Und Sie halten sich für einen Star? Ich glaube, das kann man sagen, ja.
Und sie haben mir davor gesagt, vor ein paar Minuten, dass das Locker-Room-Talk ist. Ja, genau, Gespräche aus der Umkleidekabine. Und bedeutet das, dass sie es wirklich meinen? Nein, es ist Umkleidekabinen-Talk. Das, so reden Leute halt. Gut. Sind Sie vertraut mit einer Frau namens Natascha Stoinov? Nein. Natascha Stoinov? Also Sie müssen mir ein bisschen Hintergrundinformationen geben. Erinnern Sie sich, dass sie über sie geschrieben hat, als sie im People Magazine gearbeitet hat? Oh ja, ich erinnere mich, dass es da so eine Frau gab, die geschrieben hat und dann, wirklich später hat sie eine wundervolle Story geschrieben. Und dann noch lange Zeit später, wie ich mich erinnere, hat sie gesagt, dass ich aggressiv war mit ihr. Aber sie hat die schönste Story überhaupt geschrieben. Und dann plötzlich, ein Jahr, 2 Jahre später, kommt sie raus mit dieser erfundenen Geschichte, dass ich aggressiv. Warum hätte sie so eine gute Story geschrieben für People Magazine? Sie hat wirklich ein gutes Stück geschrieben. Und plötzlich, Jahre, Monate, viele Monate später, kommt sie mit dieser faken Anklage raus. Dann schauen wir uns doch nochmal ein Video, und es tut mir leid, was die Technologie angeht, wo sie über Frau Stoinovs Anschuldigung sprechen. Markieren wir das? Wir markieren das. Es ist ein Clip eines Videos, einer Kampagne, eines Kampagnen-Events in West Palm Beach am 13. Oktober 2016 und markiert als DJT 36. Glaube nicht. Sie würden mit mir übereinstimmen, dass die Person, über die Sie gesprochen haben, dass das Natascha Stoinov ist, oder? Richtig. Und Sie sind vertraut mit einer Frau namens Jessica Leeds? Nein, glaube ich nicht. Erklären Sie bitte. Erfrischt das Ihre Erinnerung darüber, wer diese Frau ist? Ja, diese Frau hat eine Geschichte sich ausgedacht. Wie ihr Klient hat einfach sich eine Geschichte ausgedacht, die damit zu tun hatte, dass sie neben mir im Flugzeug saß. Und ich meine, ich muss mir das mal wieder durchlesen, aber die Geschichte war so falsch, ebenso. Und das war, ich nehme an, rummachen im Gegenzug zu dem, was Ihre Klientin gesagt hat. Diese Geschichte ist so falsch, ebenfalls eine Schande. Und erinnern Sie sich, wie Sie gesprochen haben über Frau Leeds' Anschuldigungen in Campaign-Events in 2016? Ja, vielleicht. Aber es war wie Ihre Klientin so lächerlich. Gut, dann schauen wir uns das nächste Video an. DJT 38. Was Sie gesagt haben in dem Video, dass Miss Leeds nicht Ihre erste Wahl wäre, meinten Sie ihr physisches Aussehen, richtig? Nein, nur insgesamt. Ich meine, ich habe sie mir angesehen, ich sehe sie, ich höre, was sie sagt, was auch immer. Sie wären auch nicht eine Wahl von mir, um ehrlich mit Ihnen zu sein. Ich hoffe, ich beleidige Sie nicht. Unter keinen Umständen hätte ich Interesse an Ihnen. Ich sage es einfach ehrlich. Und Sie, da hätte ich kein Interesse dran. Das Video, das wir uns angesehen haben, wo Sie über Frau Leeds gesprochen haben. Was wussten Sie außerdem über Frau Leeds, was Ihnen anzeigen würde, dass sie nicht Ihre erste Wahl gewesen wäre, außer wie sie aussieht? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe sie im Fernsehen gesehen oder sowas. Aber ich will nicht beleidigend sein. Aber wenn Leute mich einer Sache anklagen, habe ich doch ein Recht, beleidigt zu sein, weil sie mich beleidigen. Und das ist die ultimative Beleidigung. Sie machen sich, denken sich Geschichten aus und dann darf ich nicht sagen, was ich im Kopf habe. Ich stimme da nicht zu. Sie wären nicht nirgendwo auf irgendeiner Liste von mir. Das wäre einfach nichts für mich gewesen. Das ist eklig. Was sie gesagt hat, war eklig. Können Sie sich vorstellen, das in einem Flugzeug zu machen, was sie gesagt hat? In einem Flugzeug, das ist fast so lächerlich, wie es in Bergdorf Goodman in einem Umkleideraum zu machen. Ist es nicht wahr, dass vor ein paar Minuten Sie sich nicht erinnern konnten, wann Sie verlobt waren mit Ihrer jetzigen Frau Melania? Nein, nein. Wir reden über verschiedene Dinge. Wir reden über eine Frau, wo etwas passiert ist, was unangebracht ist, oder? Unangebracht. Höchst unangebracht. Sie würde sich an das Datum erinnern. Ich würde denken, sie hätte sich bei den Airlines beschwert, sie wüsste den Flug, sie wüsste alles. Sie wusste nicht mal das Jahr, wenn ich mich recht entsinne, so wie ihre Klientin das Jahr sich nicht erinnern kann. Wenn sowas mit ihrem Klienten passiert wäre, dann würde ihr Klient die Sekunde noch wissen, bis auf die Sekunde, den Tag, den Monat, das Jahr, bis zur Sekunde. Im letzten Absatz
des Statements, das sie am 21. Juni gemacht haben, im Laura Littman-Tweet, DJT20, haben sie Folgendes gesagt. Letzter Abschnitt von DJT20. Gut, was ist das? Sie sagen also, die Welt sollte wissen, was los ist. Es ist eine Schande. Und Leute sollten zahlen für solche falschen Anschuldigungen. Sehen Sie das? Ja. Und die Person, die Sie meinten, die für sowas zahlen sollten, war E. Jean Carroll, richtig? Und ich glaube auch Ihre Anwälte. Ich glaube, Ihre Anwälte, so wie Sie, sind ein großer Teil davon. Weil Sie wissen, dass es ein Fake-Fall ist.